herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Hallo und herzlich willkommen zum ersten von vermutlich ganz schön vielen Specials, Social Media Specials der Comic Cookies. Das sind Aufzeichnungen, Interviews, Einspieler, lange Solos von Dingen, über die wir sprechen wollen. Und wir, das sind nicht unbedingt immer wir selbst, nein, in dem Fall erwartet euch ein langer Einspieler vom lieben Sepp. Der hatte nämlich auch für die 100 einen total langen Einspieler gemacht und total lang heißt zu lang. So lang, dass wir es in die Folge nicht mit einbauen konnten. Und nun habe ich hier quasi die Originalfassung für euch am Start. Der ganze Spaß geht 30 Minuten und ist quasi die Extended Version, der Director's Cut von Sepps Einspieler. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr kriegt das Ding hier auf jeden Fall nur via Social Media zugespielt, das heißt über Telegram, Signal, Facebook, Twitter und Instagram, Möglichkeiten des Zugangs, aber eben nicht im Feed, einfach um die Community der Comic Cookies noch ein bisschen zu fördern. Nun viel Spaß mit Sepp und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo liebe Comic Cookie Zuhörer, hier ist der Sepp. Nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder im Podcast mit dabei als Gast. Der gute Breedstorm hat mich eingeladen. Und ich möchte erstmal sagen, dass ich es klasse finde, dass es den Podcast überhaupt immer noch gibt nach all den Jahren. Auch wenn ich selbst schon so lange nicht mehr dabei bin und, wie ich jetzt gehört habe, ja auch Steffen nicht mehr mitmacht. Aber ich bin mir sicher, dass er für diese Sendung bestimmt auch einen Gastbeitrag aufnimmt. Ja, in den letzten Jahren habe ich natürlich unglaublich viel gelesen und es ist absolut unmöglich, das alles irgendwie zusammenzufassen, aber ich wollte trotzdem die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon im Comic-Podcast mal wieder dabei bin, auch ein bisschen was über die Sachen zu erzählen, die ich in letzter Zeit gelesen habe und die ich besonders empfehlenswert oder besonders interessant gefunden habe. Damit ich nicht so allein vor mich hin erzähle, ist Steffi hier bei mir mit am Tisch. Hallo! Und ja, ich fange einfach mal an. Ich bin mir sicher, dass der gute Breedstorm das so zusammenschneiden wird, dass das nach was klingt, oder er lässt es einfach komplett durchlaufen. Naja, schauen wir mal. Also, ich will mal anfangen mit den hervorragenden Sammelbänden zu Conan, die Panini seit einiger Zeit herausbringt, in denen das klassische Material veröffentlicht wird. Vor sehr langer Zeit kamen schon mal ein paar Bände raus mit dem Material von Barry Windsor-Smith. Die Reihe ist aber nicht so erfolgreich gelaufen, dass die fortgesetzt worden wäre. Und eigentlich hat man damals gedacht, das war's. Aber ich nehme mal an, durch den Erfolg des klassischen Materials, das in der Hachette-Reihe erscheint, hat sich Panini jetzt doch dazu durchgerungen, die Omnibee zu veröffentlichen, die auf dem amerikanischen Markt rausgekommen sind. Die Conan-Rechte sind inzwischen wieder an Marvel zurückgefallen. Ich denke, das hat auch einiges damit zu tun. Und gesammelt ist hier bisher in den vorliegenden 4 Bänden das komplette Material, das von Roy Thomas geschrieben worden ist. Die Bände sind ergänzt um unglaublich viele redaktionelle Beiträge aus den Originalveröffentlichungen, aus diversen Sammelbänden, die zwischenzeitlich erschienen sind und auch noch Texten zu der aktuellen Ausgabe. Als Zeichner haben wir hier natürlich Barry Windsor-Smith, aber es sind auch Beiträge von Leuten wie Howard Chaykin dabei oder auch, ich glaube, Martin Cohen auch dabei, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall der große Teil der späteren Bände ist von John Buscema, der dann auch den Look für Conan definiert hat, der eigentlich noch bis heute in den Comics bestimmt ist. Die Abenteuer sind nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch bis in die heutige Zeit einfach hervorragend zu lesen. Sehr innovativ. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausgaben zwischendurch, die nicht so prickelnd sind, aber im Gros ist das schon eine Reihe, die absolut lesenswert ist, in einer fantastischen Aufmachung. Kann ich jedem nur ans Herz legen, egal ob man einfach nur Conan-Fan ist oder sowieso das alte Marvel-Material früher gerne gemocht hat und gerne die Möglichkeit hätte, das in einem ordentlichen Format mit einer guten Übersetzung nochmal zu lesen. Was gefällt dir denn besonders gut an der Aufmachung? Die Bände sind einfach durch die Zusammenstellung mit den Originalcovern in dem exzellenten Druck, in dem sie dargestellt werden und dem ganzen redaktionellen Material eine reine Freude, eine richtige Schatztruhe, ne, für Fans.
Und Roy Thomas liefert unglaublich viel Hintergrundmaterial darüber, wie die Reihe entstanden ist, wie man daran gearbeitet hat, wie sich das Konzept entwickelt und auch verändert hat, welche Vorzüge die einzelnen Zeichner hatten, aber halt auch, was so hinter den Kulissen los gewesen ist. Das sind Einblicke von jemandem, der in den Verlag gekommen ist, nachdem die Gründereuphorie eigentlich schon vorbei war. Das Marvel-Universum stand, aber Roy Thomas hat nicht das Ruder übernommen, aber unglaublich viele Serien von Stan Lee übernommen, die er nicht mehr weiterschreiben konnte, und dem Ganzen seinen Stempel aufgedrückt. Und es ist absolut beachtenswert, wie er doch den Ton definiert hat oder weitergetragen hat, der hier etabliert worden ist. Und das über die kompletten 70er bis in die 80er hinein. Noch dazu hat er natürlich mit den ganzen Künstlern mitgearbeitet, die dann gerade in den späten 80ern das Bild bei Marvel geprägt haben. Und das war halt die Zeit, in der ich dann auch eingestiegen bin. Das heißt, ich fühle mich bei dem Großteil des Materials natürlich sehr zu Hause. Und das ist einfach nicht nur nostalgisch schön, sondern es bestätigt in meinen Augen auch, welche Rolle der Verlag zu der damaligen Zeit gespielt hat und wie gut es denen gelungen ist, Material am Markt zu platzieren, das nicht unbedingt in die Kategorie Superheld gefallen ist. Gerade die Figur des Conan ist halt kein Held im klassischen Sinne. Er ist oft sehr egoistisch, er kümmert sich um seine eigenen Ziele, er stolpert in die Leben von Personen hinein, spielt kurz eine Rolle, ist dann wieder weg. Und man hat nicht diese typische Szenerie wie in allen anderen Marvel-Comics, alles passiert in New York oder im Umkreis. Ganz selten mal das, was woanders passiert. Klar, es gibt Abenteuer, die im Weltraum spielen, aber es fängt immer mehr oder weniger alles in New York an und endet dort auch. Und Ich finde es bis heute beachtenswert, wie die Reihe es geschafft hat, sich gegen diese Konkurrenz durchzusetzen. Und wie aus den redaktionellen Beiträgen hervorgeht, war Conan durchaus einige Zeit lang eine der wichtigsten Marvel-Reihen. Naja, wie gesagt, ich hoffe, die Reihe wird fortgesetzt. Inzwischen ist auch der erste Band mit den Magazinausgaben aus Savage Sword of Conan erschienen. Das sieht auch ganz so aus, als würde dort von Panini weitergemacht werden, und das freut mich natürlich sehr. Vor ein paar Jahren wurde mal angekündigt, dass bei Hachette vielleicht Conan-Ausgaben rauskommen, aber das ist dann nie passiert. Es sind, glaube ich, 4 Bände an Testpublikum versendet worden, aber das ist dann doch nicht als reguläre Reihe gestartet worden. Was da genau die Hintergründe waren, denn es gibt hier eine Zusammenarbeit zwischen Panini und Hachette, kann ich nicht genau sagen, aber ich nehme mal an, dass Panini sich entschieden hat, das Material direkt selber rauszubringen. Wenn ich jetzt gerade schon auf die Hachette-Bände zu sprechen gekommen bin, will ich die auch nochmal erwähnen, vor allen Dingen die rote Reihe, die immer einen Helden in den Fokus stellt und dann ein typisches Abenteuer dazu veröffentlicht. Auch in dieser Reihe erscheint oft klassisches Material. Da wird oft mal auf die 70er, teilweise auch auf die 60er und die 80er zurückgegriffen. Und das ist Material, von dem Panini jahrzehntelang gesagt hat, dass es nicht veröffentlicht werden. Ja, dass klassisches Material am Markt nicht funktioniert, dass es für sie nicht lukrativ ist, dass es zu viel neue Sachen gibt. Und daher ist es für jemanden wie mich, der den Kram damals bei Condor gelesen hat, in einem viel zu kleinen Format mit winzigen Sprechblasen, mit gekürzten Dialogen, ist es einfach schön, diese Abenteuer in einem ordentlichen Format lesen zu können. Und noch dazu halt für extrem kleines Geld. Ich habe die Reihe nicht abonniert. Ich hole mir die Bände über meinen Comicshop und greife dann immer auch nur auf die zurück, die mich besonders interessieren. Ich finde es halt auch da sehr schön, dass es immer so einen kleinen Abriss über die Geschichte des Helden gibt, wie die Figur entstanden ist, vielleicht noch ein paar besondere Titelbilder oder so. Und also man sollte sich wirklich mal die Zeit nehmen zu gucken, was da veröffentlicht worden ist. Und man sieht immer auf der Rückseite der Bände, welche Hefte enthalten sind. Und da sind einige echte Perlen dabei. In der schwarzen Reihe kommen im Augenblick einige sogenannte Marvel Masterbände raus. Jack Kirby, Frank Miller,
Chris Claremont, Jim Lee, die immer auch so einen kleinen Ausschnitt aus dem Werk der jeweiligen Person bei Marvel zeigen. Die sind oft sehr gut zusammengestellt. Ich habe gerade erst den Jack Kirby-Band gelesen und da sind zum Beispiel Black Panther-Ausgaben aus den 70ern enthalten, die erste Ausgabe von den Eternals oder von Devil Dinosaur. Und das ist halt Material, das hat man auf Deutsch nie gesehen. Im Frank Miller-Band war eigentlich nur Material drin, das man schon kennt auf die eine oder andere Art und Weise. Allerdings gibt es ja immer Leute, die entweder nur neues Material von ihm kennen oder das alte Material zwar irgendwann mal gelesen haben, aber nicht haben. Und das ist ein sehr schöner Band, der einfach eine gute Auswahl von Geschichten enthält, den man sich auf jeden Fall zulegen sollte. Ich würde ihn vor allen Dingen für Leute empfehlen, die nur neueres Miller-Material besitzen und sich dafür interessieren, was der früher so gemacht hat. Gerade die Daredevil-Ausgaben sind nach wie vor Klassiker. Da wird sich auch nichts dran ändern. Die Art und Weise, wie die Figur Elektra eingeführt worden ist oder wie aus Bullseye eine wichtige Figur geworden ist, ist absolut beachtenswert. Und die Geschichten sind einfach gut geschrieben. Und ich würde sagen, die waren damals außergewöhnlich, weil sie aus dem Rahmen gefallen sind und Miller neue Sachen ausprobiert hat. Die sind aber auch heute außergewöhnlich, weil die aktuellen Veröffentlichungen und die Geschichten sind zumindest in meinen Augen, wieder viel mehr in eine bestimmte Formel zurückgefallen. Und es passiert nicht mehr so viel mit den Figuren an sich. Es gibt nicht mehr so viel Entwicklung. Es gibt zwar dramatische Entwicklungen, es gibt Tode, es gibt kosmische Ereignisse. Aber ich habe nicht mehr so sehr das Gefühl, dass den Figuren was Essentielles hinzugefügt wird. Und das war eine Phase, wo eine etablierte Figur absolut bereichert worden ist. Und das wird gerade auch in den Geschichten in diesem Band sehr, sehr deutlich. Zudem habe ich mir auch gerade den dritten Band von Die Gruft von Dracula geholt. Auch hier sind Omnibi veröffentlicht worden mit Material, das per Panini schon erschienen ist. Aber dieser dritte Band enthält die Schwarz-Weiß-Ausgaben aus der Magazinreihe. Die habe ich noch nicht gehabt und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die veröffentlicht worden sind und habe dann natürlich auch gerne zugegriffen. Im Bereich der Mangas lese ich mit nach wie vor großer Begeisterung die Serie Attack on Titan, was mich ehrlich gesagt selbst überrascht, denn als die ersten Bände rausgekommen sind, habe ich mir das mehr oder weniger aus Neugier geholt. Die Zeichnungen waren nicht so gut, die Story war zwar sehr sensationslüstern, aber ich hatte noch nicht den Eindruck, dass das ist, was mich auf Dauer begeistern kann. Aber was sehr interessant ist, ist in der Reihe zu betrachten, wie der Zeichner und Autor an der Geschichte wächst, wie die Zeichnungen besser werden, auch wenn die noch nicht hervorragend sind, und vor allen Dingen, wie er angefangen hat, die soziopolitischen Eigenschaften dieser Welt zu erforschen. Die Reihe hat in ihren Themen einen stetigen Wandel erfahren und es geht immer mal um was vollkommen anderes. Es gab Geschichten, die waren beeinflusst von im Prinzip von Rassenverfolgung. Vergleiche konnte man ziehen zur Judenverfolgung in Nazi-Deutschland. Es gab Ghettos und Leute, die ein Abzeichen tragen mussten, damit klar war, wo sie herkommen. Und das habe ich nicht kommen sehen, als die Reihe angefangen hat, als es nur darum ging, dass riesige Monster auftauchen, die Menschen fressen. Ich weiß, dass die Reihe demnächst enden soll. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Ganze enden wird, bin aber tatsächlich sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich weiß, dass der Anime unglaublich viele Fans hat. Den habe ich selber ehrlich gesagt nie gesehen. Kann aber durchaus sagen, dass die Reihe mich doch sehr überrascht hat. Ansonsten hatte ich damals die 12-teilige erste Staffel von One Punch Man gesehen und mir dann auch den Comic zugelegt. Hier haben wir einen Autoren, der einen Webcomic veröffentlicht hat und eigentlich wirklich nicht besonders gut zeichnen kann. Der Webcomic war aber ein großer Erfolg und er hat das große Glück gehabt, die Möglichkeit zu haben, sich einen guten Zeichner zu holen und das Ganze als Remake nochmal auf den Markt zu bringen. Die Reihe macht unglaublich Spaß, vor allen Dingen für einen Superheldenleser. Und ich bin nach wie vor dabei. Ich freue mich auf jeden Band
Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht genug davon bekommen. Sehr traurig hat mich gemacht, dass vor einigen Jahren Jiro Taniguchi gestorben ist. Was natürlich heißt, dass wir kein neues Material mehr bekommen werden. Es freut mich aber sehr, dass Schreiber und Leser nach wie vor darum bemüht ist, älteres Material zu veröffentlichen. Vor kurzem kam Blue Fighter raus. Das war eine Boxergeschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Auch die Detektiv-Stories, die rauskommen, sind absolut empfehlenswert. Bei Carlsen kommen dagegen Bände raus, die jetzt eher übrig gebliebenes sammeln. Kurzgeschichten, die unveröffentlicht geblieben sind, unfertige Sachen. Es ist einfach sehr, sehr schade, dass da nicht mehr kommen wird. Des Weiteren finde ich es ganz, ganz toll, dass auf dem deutschen Markt im Augenblick ein Trend eingesetzt hat, bei dem ältere Manga erneut veröffentlicht werden. In sehr, sehr schönen Editionen. Das Ganze hat bei Crosscut angefangen mit Plame. Inzwischen haben wir das auch von anderen Verlagen. Es gibt Neuveröffentlichungen von 20th Century Boys. Zum Beispiel Berserk kommt in der so und so vielten Fassung neu raus. Battle Angel Alita ist neu aufgelegt worden. Das sind alles Sachen, die im größeren Format kommen. Was natürlich sehr schön ist, da die ursprünglichen Veröffentlichungen meistens sehr klein gewesen sind. Und wer das noch nicht hat, sollte sich auf jeden Fall mal umgucken, was rauskommt und gerne zugreifen. Ich finde, das sind auch Sachen, die gerade für Leute, die nicht oft Manga lesen, durchaus einen Einstieg bieten. Ne? Weil es ist einfach sehr gutes Material. Was macht es denn gut geeignet als Einstieg für Leute, die mit Mangas noch nie in Berührung gekommen sind oder wie mich zum Beispiel, die einfach keine Ahnung haben von Mangas? Ich denke, was vor allen Dingen ein Grund dafür ist, dass der Einstieg für unerfahrene Leser so gut ist, ist die Tatsache, dass die Zeichenstile nicht so sind, wie der vorurteilsbehaftete Nichtleser sich das vorstellt. Wir haben hier eine Auswahl an Zeichnern, die für den europäischen oder amerikanischen Geschmack eher genehm sind. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, da reinzufinden. Was man da ein bisschen rausnehmen muss, ist Plame. Plame ist egal für welche Region, aus der ein Leser kommt, durchaus ungewöhnliches Material. Der Zeichenstil ist weder Manga-typisch noch sonst irgendwie, das ist einfach der eigene Stil, der hier entwickelt worden ist, der anfangs durchaus ein bisschen befremdlich wirken kann. Jeder, der sich das mal angucken will, kann das ja heutzutage einfach googeln. Man findet das Bildmaterial ja sehr leicht. Ich habe gesehen, dass vom selben Autoren jetzt auch Knights of Sidonia neu veröffentlicht wird. Das ist durchaus angenehmer fürs Auge. Wobei ich dann ganz ehrlich sagen muss, das wird mir dann doch im Vergleich zu generisch und ich finde die alten Sachen in Anführungszeichen besser. Für mich nicht unbedingt objektiv betrachtet. 20th Century Boys ist eine Reihe, die eigentlich das Potenzial hat, jeden Leser anzusprechen. Die Zeichnungen sind nicht besonders ausgefallen oder fordernd. Dafür ist die Geschichte aber sehr tiefgehend und verzweigt und sehr gut dazu geeignet, einen Leser zu fesseln. Außerdem finde ich da auch sehr interessant die Tatsache, dass die Geschichte teilweise in den 60er Jahren in Japan spielt und teilweise 2000 oder dann auch von 2000 aus gesehen in der Zukunft. Das ist einfach sehr schön, hier den Vergleich zu haben der Lebensumstände in Japan in diesen verschiedenen Jahrzehnten. Ich finde es sowieso immer besonders interessant, wenn beleuchtet wird, wie sich die Gesellschaft in Japan entwickelt hat. Entweder über die Jahrzehnte im 20. Jahrhundert oder auch über die vorhergegangenen Jahrhunderte. Denn die kulturelle Entwicklung in Japan ist auf unnatürliche Art und Weise erst verlangsamt worden.
indem man verhindert hat, dass ausländische Einflüsse dazu führen, dass die Kultur unterwandert wird, und hat dann eine unglaubliche Beschleunigung erfahren, als man ins 20. Jahrhundert übergegangen ist, so dass man um die Jahrhundertwende noch Leute gehabt hat, die in typischer traditioneller Samurai-Kleidung rumgelaufen sind und nur wenige Jahrzehnte später westliche Mode, Automobile und anderes an der Tagesordnung waren. Diese seltsam beschleunigte oder abgebremste gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung taucht halt gerade in solchen Geschichten, die mehrere Zeitepisoden abdecken, immer wieder auf. Und das finde ich einfach interessant. Da möchte ich auch nochmal auf die Reihe Willibert hinweisen vom selben Autoren, die auch zu verschiedenen Zeiten spielt und immer wieder hin und her springt, Blicke ins japanische Mittelalter wirft oder auch in die Gegenwart, die Zukunft etc. pp. Und vor allen Dingen die Geschichte des Manga und des Comic allgemein mitbeleuchtet. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Willibert sollte man gelesen haben. Okay, machen wir mal einen Haken an das Thema Manga. Geh noch mal kurz zurück zum amerikanischen Markt. Einige werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Jetzt fängt der Sepp damit schon wieder an. Aber ich wollte noch mal auf die Turtles-Reihe hinweisen, die bei IDW herauskommt. Diese Serie ist schlicht und einfach hervorragend. Von allem Turtles-Material, das jemals erschienen ist, ist es die mit der konsistent besten Qualität über die komplette Reihe. Es wird aus allen Inkarnationen der Turtles etwas herausgenommen und in diese Reihe integriert und trotzdem was ganz Eigenes erzählt. Man ist nie bemüht, einen Status quo zu erhalten, sondern es geht darum, eine fortlaufende Geschichte zu erzählen mit immer wieder überraschenden Elementen. Ich habe mir die Sammelbände geholt und das Ganze in der regelrechten Binge-Reading-Session an die 50, 60 Ausgaben am Stück gelesen und es war einfach fantastisch. Ich möchte ganz, ganz dringend jedem, der vielleicht gerade auch das Gefühl hat, dass es zu viele Wiederholungen seiner üblichen Comic-Kost gibt, das ans Herz legen. Wenn man noch Kindheitserinnerungen an die Turtles hat, sowieso. Aber auch wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann, sollte man es wenigstens mal angelesen haben. Wenn wir bei Ninjas sind, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass im Dantes Verlag Usagi Yojimbo neu aufgelegt wird. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Die Reihe hat es eigentlich verdient, mit besonderer Hochachtung behandelt zu werden, da es eine der besterzählten Geschichten im Bereich der Comics überhaupt ist. Stan Sakai schafft es hier, immer und immer wieder hervorragende Comic-Erzählungen abzuliefern, teilweise in einer Ausgabe eine Geschichte zu bringen, die etliche der aktuellen Panini-Bände, die 6, 7 oder 8 Ausgaben enthalten, inhaltlich nicht erreichen können. Es ist definitiv das, was man sollte sich, wenn man versucht, Comics zu machen, daran ein Beispiel nehmen, wie man auf wenigen Seiten, zwischen 20 und 25 Seiten, eine abgeschlossene, komplette Geschichte erzählt, wo man kein Vorwissen braucht, wo man nichts danach lesen muss, wo man einfach nur Freude dran haben kann. Und wenn man das schafft, das jeden Monat über so viele Jahre herauszubringen, muss man davor den Hut ziehen. Usagi Yojimbo, jetzt beim Dantes Verlag auf Deutsch wieder aufgelegt. Leute, zugreifen. Ja, noch ein kurzer Hinweis zum franco-belgischen Bereich. Danny Futuro ist neu aufgelegt worden, eine Reihe, die irgendwann in den 80er mal rausgekommen ist. Hier im Comic-Podcast haben wir schon mal darüber gesprochen. Ich hatte damals von einem Zuhörer die alten Ausgaben geschickt bekommen und mich total drüber gefreut. Und die Reihe wird jetzt gerade neu aufgelegt. Fragt in eurem Comic-Shop nach, guckt mal online. Es ist... würde ich jetzt mal sagen, kein Meisterwerk des Science-Fiction-Comics, aber es ist einfach eine tolle Reihe, die bei mir mit ganz vielen Kindheitserinnerungen verbunden ist. Und ich freue mich, dass es neu aufgelegt wird, was ja dafür spricht, dass es noch mehr Leute gibt, die positive Erinnerungen daran haben. Was sehr, sehr schade ist, ist, dass wir nach wie vor keine deutsche Veröffentlichung von Inside Möbius sehen. Ich weiß nicht, wie es da mit den Vertragsverhandlungen aussieht, aber es spricht im Augenblick nichts dafür, dass es in nächster Zeit auf Deutsch kommt.
Glücklicherweise konnte sich aber Dark Horse die Rechte sichern und hat die Reihe auf Englisch veröffentlicht. Wer also der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich diese Bände aus den USA bestellen. Es ist ein fantastisches Comic-Tagebuch, das Möbius geschrieben hat, als er aufgehört hat, Marihuana zu rauchen. Er hatte damals auch ein Band rausgebracht, 40 Tage in der Wüste B. Parallel dazu hat er hiermit angefangen. Und was er hier macht, er unternimmt eine Gedankenreise durch sein eigenes Schaffen. Mit seinen berühmtesten Figuren, steht mit denen im Dialog, versucht herauszufinden, wo er selber steht, stand oder hingehen soll. Die Figuren geben überall ihren Senf dazu. Es erinnert sehr, sehr stark an die Sachen, die er gemacht hat, als er gerade erst unter dem Alias Möbius angefangen hat zu arbeiten. Die Zeichnungen sind eher im Funny-Stil gehalten. Er arbeitet auch mit diversen Werkzeugen. Manche Seiten sind mit Kugelschreiber entstanden, andere mit dem Filzroller. Gegen Ende der Reihe hat er sich dann auch wieder dazu hinreißen lassen, wirklich ausgearbeitete Gemälde mit einzubauen. Wirklich sehr zu empfehlen. Leider nicht auf Deutsch. Wer Englisch kann, soll sie sich da bestellen. Also ich möchte noch zwei comicfremde Dinge hier kurz ansprechen. Und zwar zwei Anime-Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die mir sehr gut gefallen haben. Das ist einmal Megalobox zum 50-jährigen Jubiläum von Ashita no Joe. Die Serie hat nur 12 oder 13 Folgen und wir begleiten hier einen Underground-Boxer, der versucht, an einem Champion-Kampf teilzunehmen auf seiner Reise. Sehr unterhaltsame Serie, bei der mich vor allen Dingen der Animationsstil sehr fasziniert hat. Das ist einfach genau mein Ding gewesen. Ne? Die Zeichnungen wirken so ein bisschen unsauber, aber ganz, ganz toll animiert. Die andere Serie, die ich kurz ansprechen will, ist Carol and Tuesday. Eine Reihe über zwei Mädels, die sich mehr oder weniger zufällig treffen und beschließen, zusammen Musik zu machen. Die beiden leben in der Zukunft auf dem Mars, in der Stadt, und sind mit der Tatsache konfrontiert, dass die Musikindustrie inzwischen eigentlich vor allen Dingen von computergenerierten Songs bestimmt wird. Es gibt KIs, die einfach auswerten, was die Leute mögen in Sachen Melodie oder in Texten, und dann werden die Songs zusammengestückelt und man muss nur jemanden suchen, der sie halt vorträgt. Und das Besondere an Carol and Tuesday ist, dass die Songs, die sie schreiben, halt nur von ihnen kommen. Und wir begleiten die beiden halt auf ihrer Reise ich will nicht sagen zu Ruhm, aber zu öffentlicher Anerkennung. Es ist einfach schön zu sehen, wie die beiden mit ihrer handgemachten Musik darum kämpfen, dass die auch gehört wird. Die Serie ist sehr, sehr unterhaltsam, hat einige sehr lustige Momente, regt auch immer mal wieder zum Nachdenken an und hat grandiose emotionale Höhepunkte. Ich war wirklich mitgerissen. Es gibt zwei Staffeln mit jeweils auch 12 bis 13 Folgen. Sorry, dass ich das jetzt gerade nicht so aus dem FF weiß, aber ich habe hier keine Notizen und rede nur frei. Unbedingt mal angucken. Leute, auch wenn ihr sagt, das interessiert mich jetzt gerade sowas von überhaupt nicht, ein Blick lohnt. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen, noch tausend andere Sachen nennen, aber ich möchte eigentlich nur noch ein paar Sachen in den Raum werfen und den anderen Leuten im Podcast nicht die Zeit stehlen. Von Alan Moore und Kevin O'Neill ist der abschließende Band der League of the Extraordinary Gentlemen erschienen, The Tempest. Die beiden bringen ihr inzwischen ja viele, viele Jahre dauerndes Epos auf äußerst ungewöhnliche Art und Weise zu Ende. Der Kommentar auf die Comicindustrie an sich und auf den Umgang mit literarischen Figuren wird hier fortgeführt, so wie sie es auch schon in den letzten Bänden getan haben. Wer vor allen Dingen Fan der ersten beiden Bände ist, wird auch hier wieder denken, okay, das geht mir alles zu weit und es gibt zu wenig kohärente Story. Aber für Menschen, die sich halt eher um den Meta-Kommentar, den die Reihe abliefert, kümmern, ist der Band halt genau das Richtige. Ich würde nicht sagen, dass, wie gesagt, reine Fans der ersten beiden Bände sich hiermit sehr glücklich werden, aber für jemanden, der ein bisschen gefordert werden will beim Lesen, ist das absolut das Richtige. Außerdem ist The Chrono aufgelegt worden. Da möchte ich nochmal eine Stange für brechen. Das hat mich auch sehr gefreut. Und eine Superheldenreihe, die ich gerade
die mich auch überrascht hat, ist Green Lantern von Grant Morrison. Vor allen Dingen deswegen, weil eben Sharp hier versucht, gerade im letzten Band, in ganz, ganz unterschiedlichen Stilen jede einzelne Geschichte erzählen. Das Ganze ist total abgefahren. Ich bin mir manchmal nicht genau sicher, was Grant Morrison mit allem sagen will, was er so zusammenschreibt. Ich habe oft den Eindruck, er wäre gerne jemand anders. Zum Beispiel Alan Moore. Das gelingt ihm aber in meinen Augen nicht so ganz. Nichtsdestotrotz hat mir die Reihe sehr gut gefallen. Wenn wir jetzt gerade nochmal bei Alan Moore sind, Swamp Thing wird auch neu aufgelegt. Ich habe es immer und immer wieder verpasst, mir die Reihe zu holen und freue mich jetzt total darüber, jetzt die Gelegenheit zu haben, doch nochmal komplett einzusteigen. Ja, Leute, das war mein Beitrag zur 100. Episode der Comic Cookies. Vielen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, das zu machen. Es hat mich wirklich gefreut, mal wieder in die Welt der Podcasts einzutauchen. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gelangweilt, was ich so zu erzählen habe. Ja, und ich würde mich über jede Art von Feedback freuen. Ich bin mir bestimmt, dass der gute, bestimmt sicher, dass mir der gute Preedy sagen wird, was die Leute davon gehalten haben. Na dann, bleibt dran, lest weiter Comics, habt Spaß dabei und wer weiß, vielleicht bis zur 200. Folge. Don't, don't.